Ich bin aktiv gegen Rassismus und rechte Hetze. Ich finde es unerträglich, dass mit der AfD eine Partei wahrscheinlich in den Bundestag einzieht, die gegen Geflüchtete und Muslime hetzt und die Nazis in ihren Reihen duldet. Ich finde es aber auch unerträglich, dass Bundesinnenminister de Maizière eine Leitkulturdebatte vom Zaun bricht, ein Burka-Verbot fordert. Alles Forderungen, die von den eigentlichen Problemen, die wir haben in der Gesellschaft, ablenken. Deswegen sagt die Linke ganz klar, wir stehen auf gegen jede Form von Rassismus.